Hello people! Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3 Reloaded. Jetzt haben wir das Sandstone Castle. Okay, wieder mit Giftpilzen hier. Hilfe. Und mit... noch mehr Hilfe. Wow. Schon wieder ein Giftpilz. Was soll der Shit? Ja, jedenfalls... muss man hier da die Münzen erstmal wegmachen. Denn wenn man den P-Switch zu früh drückt, hat man ein Problem. Boah, lass mich in Ruhe. Boah. Ich habe es jetzt irgendwie da durchgeschafft, ich weiß auch nicht warum. Aber jedenfalls so. Aha. Ja, und das war das Feature, dieses Level. Man hatte da irgendwie drei Räume und musste dann da immer einen Schlüssel holen, um da jeweils zum Ziel zu kommen. Ich werde mir natürlich zum Ziel setzen, hier jetzt alle Räume zu zeigen. Alle drei. So, und ich will jetzt erstmal dieses fette Vieh hier weglocken. Zack. Hilfe. Zack. Okay. Was? Also. Okay, dann haben wir hier zwei Sachen, oder wie? Also, dann kann ich hier die Dinger wegmachen. Zack, aber vielleicht sollte ich lieber den hier machen, genau. So. Und dann kommt man hier an die Münze und weiter. Uah. Komme ich hier mit Anlauf oben ran? Ja, irgendwie bestimmt. Ja, tatsächlich. So. Ah, und jetzt kann ich Hammer schießen. Danke. So, kann ich dich damit töten? Tatsächlich. Ich kann einen nervigen großen Buhu töten. Zack. Okay, die beiden Giftpilze braucht kein Mensch. Rein mit dir. Okay, das heißt, hier würde ich jetzt einen Schlüssel kriegen, mit dem ich da zum Final Boss könnte, aber ich muss ja noch die beiden anderen Räume zeigen. Von daher lassen wir das. Boah, schon wieder scheiß Giftpilz. Boah, nein! Lass mich in Ruhe. So, dann komm nochmal du her, du Plattform. Ah. Zack. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. So. Das war jetzt eine sehr enge Sache, aber wir haben es irgendwie geschafft. Und tatsächlich scheint das irgendwie Voraussetzung zu sein, um alle Münzen hier zu holen, da irgendwie... in überschüssige Räume zu gehen. Lass mich in Ruhe, scheiß Giftpilz. Hier gibt es dreimal so viel Giftpilze wie normale Power-Ups. Ah. Zack. Ah. Also ich warte erstmal hier. Zack. Ja. Ja, damit sind wir tot. Ciao. So, ich bin jetzt wieder. So, und jetzt renne ich einfach durch bei diesem scheiß Buhu. So, und dann würde ich wieder einen Schlüssel kriegen. Ich bin natürlich ganz am Ende verreckt.
Aber es fehlt ja noch hier unsere letzte Tür. Wow! Das war jetzt irgendwie knapp. Zack. Zack. Hilfe, Achtung. Ja, jetzt kommt dieses Feuerball-Ding. Wow. No. No. Scheiß Bulli. So, Bulli ist getötet. Da war wieder so ein oller Giftpilz drin. Jetzt will die Plattform offenbar nicht. Ja, gut. Ach, Mann. Dann war das hier eine Sackgasse, toll. Hello, people. So. Zack. Zack, Hilfe. So, rein mit dir. Zack, Schlüssel. Hilfe, komm her, du Teil. So, damit wäre das hier erledigt. So, und dann holen wir uns so ein Ding in die Aufbewahrungsbox hier. So. So, das bedeutet, wir haben jetzt noch so ein hübsches Level und sollte mal die Uhr weiterstellen, ja? So, Rocky's Table Ship. Zack. Stirb. Zack. Hilfe. Zack. 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 Hilfe, 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 Hilfe. So. Aber ich glaube, dass das Level einigermaßen erträglich ist, wenn es die ganze Zeit so weitergeht. Zack, stirb. Zack, wow. Hilfe. Zack. Wow. Hallo Pilzi. So, wir haben das hier geschafft. Okay, und jetzt haben wir wieder dieses Bum-Bum-Viech. Also so wie üblich. Ja, toll, dass du daran stirbst. Hello, people. So. Zack. Und ja. Damit hätten wir dieses Level geschafft. Ja, einen Pilz kann man sich hier ruhig holen noch. Und dann kann man hier in die Röhre. Okay, ah, und dann hat man hier so einen Quatsch. Hier, Underworld Pit. Also das gab es im Original SMB3 aber auch schon, dass man da irgendwie solche Hände in die Tiefe gezogen habe und man dann irgendwie an random Stellen Levels hatte. Okay, jetzt haben wir hier Skull Ride. Viecher, ja. Zack. Und ich weiß nicht, wie man da hochkommt zu dieser komischen Münze da.
Was war das denn für ein Blödsinn? Ich fühle mich betrogen. Also wahrscheinlich ist er gestorben, weil da irgendwie der Kopf die Lavadecke berührt hat oder was weiß ich. Oh, Hilfe. Gibt es hier irgendwo eine unsichtbare Block? Ja, hier tatsächlich. Ja. Ja, also hier muss man wohl extrem vorsichtig irgendwie sein, weil die Hitbox sehr misslungen ist von diesen Dingern, um das mal harmlos zu sagen. Und man dann völlig absurd stirbt. Ja. Gut, aber jetzt, wo wir schon mal wissen, wo dieses Ding ist, kann man sich da eigentlich standardmäßig was holen. Achtung, ducken, sonst stirbst du, Mario, danke. Wow. Hilfe. Zack. Okay, damit hätten wir das hier, die Underworld Pit, fertig. Also das war tatsächlich ein kurzes Level. Jetzt kommt die Bros Trial Pit. Ah. Okay, da muss man einfach nur diese Brüderviecher bekämpfen und das war's offenbar. Zack. Okay, und die Coins lasse ich jetzt tatsächlich da. Stirb. Stirb. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Und damit hätten wir es wahrscheinlich geschafft, ja. Aber schön, dass wir jedes Mal ein Item kriegen. Dann kann ich mir das ganze Power-Up-Gehole sparen. Warte, da war doch noch was. Ja, da ist tatsächlich ein Level, aber anscheinend ein optionales Level. Oder nee, jetzt kommt die Hand plötzlich. Dann war das irgendwie ein Fehler. Ein Bug. Zack. So, und dieses Blubberviech muss gleich mal weg. Das nervt extrem. Zack, wow. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Zack. Hilfe, Hilfe. Okay, jetzt frage ich mich tatsächlich, ob ich noch diese Münze holen will da. Ja, habe ich jetzt gemacht. So, geschafft. Okay, jetzt holen wir uns das Ding noch und da kriegen wir einen Stern. Ja, dann setze ich den Save State hier, falls ich das auf der Overworld nicht mal machen kann. Und das wäre dann das letzte Level so für diesen Part.
Zack. Plopp, plopp. Zack. Okay, jetzt hole ich mir mal diesen Stern. Weil das ist ja ziemlich unerträglich hier mit diesem komischen Hagelteil, Viech. Wow, Hilfe. Mit dir hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja. Schöner Tod. So, das müssen wir gleich nochmal machen. Und zwar besser. Zack. Hilfe. Okay, ja, ich bin jetzt leider ein bisschen zu ruhig. Ich merke das selber schon. Oh, Achtung. Ja, es war wichtig, da diese große, fette Kanone zu überstehen. Hilfe. Und das war die Stelle, wo ich eben verreckt war. Ich erinnere mich. Okay, dann verwenden wir das Teil mal hier. Ja, und das ist offenbar eine sehr spezielle Form von Bombe gewesen. Und ja, das war scheiße. So, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das regulär versuche. Den Rest werde ich dann erneut rausschneiden. Ja, also immerhin habe ich ja jetzt einen Stern. Und den will ich eigentlich auch benutzen. Wenn mir schon die Gelegenheit dafür gegeben wird. Zack. Zack. Stirb. Du Kollege, stirb. Zack. 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 Ja, das macht Spaß hier, diese Viecher so zu töten. Nein! Wow. Ja, und das ist eigentlich eine völlig unnötige Sache da. So verliert man innerhalb von Sekunden alle Power-Ups. Ja. Weg mit dir, du Kanone. Okay, beinahe hätte mich jetzt das Ding irgendwie getötet. Okay, das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich da irgendwie lebend durchgekommen bin. Ja, okay, dann machen wir jetzt Schluss. So, Leute, hier bin ich wieder. So, und an der Stelle war ich gestorben eben. Das heißt, ich werde hier jetzt den Stern verwenden. Okay, ich dachte schon, was soll das jetzt für eine Stelle sein hier? Boah, fick dich. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das nervt. Hilfe. Hello, people. So. Boings. So. Ja, den Kollegen hatten wir schon mal.
Deswegen habe ich mit dem jetzt ein bisschen Übung und habe den jetzt geschafft. So, und im nächsten Part werden wir das, die große finale Challenge machen und das Bowser Castle. Bis dann, Leute. Ciao!